Freunde, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ist das geil? Herzlich willkommen in Sakate, einem winzigen kleinen Fischerdorf in der Inlandssee Japans, wo wir uns heute mal gemeinsam mit einem Thema beschäftigen wollen, was ja meiner Meinung nach oft missverstanden wird und vor allen Dingen viel zu ernst genommen wird, nämlich mit dem Tod. Ich will euch heute mal so ein bisschen erzählen, warum werde ich mit dem Tod in letzter Zeit konfrontiert und vor allem, wie gehe ich damit um? Ich würde sagen, es gibt keine bessere Location. Wir sind hier auf dem geilsten Friedhof in ganz Japan. Ab geht's. Sakate. 2021 habe ich hier 6 Monate in einem traditionellen Haus gelebt und eine der intensivsten Zeiten in meinem Leben erfahren dürfen. Unter dem schützenden Schatten des Donsan, einem Berg, der das gesamte Dorf liebevoll umarmt, liegt der schönste Friedhof, den ich bisher in meinem Leben gesehen habe. Genau hier, in diesem Dorf, sind auch die Wurzeln des YouTube-Kanals zu finden. Und genau hierher lade ich euch heute ein. Einige werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum will der Typ denn über den Tod reden? Der ist doch selber noch relativ jung und es gibt doch gar keinen Grund, in so einer schönen Welt über den Tod zu reden. Ich glaube aber, dass genau da das Problem liegt, denn diese Thematik ist oft eine Thematik, die wir versuchen zu ignorieren im täglichen Leben, meistens auch komplett vermeiden und eine Thematik, die, wie ich finde, in Deutschland oder in Europa oft auch sehr negativ behaftet ist und dadurch auch so einen bitteren Beigeschmack hat, vor dem wir im Grunde weglaufen wollen. Für mich gibt es ehrlich keinen besseren Ort, um über diese Thematik zu reden, denn ich bin hier in einem kleinen Fischerdorf, irgendwo mitten im Nichts und das ist hier total friedlich. Es ist ein Friedhof, was zur Thematik passt. Es ist ein wunderschöner Friedhof und wir sind natürlich in Japan, wo mit der Thematik Tod nochmal ganz anders umgegangen wird als in Deutschland. Was bewegt mich denn dazu, über dieses Thema zu reden? Erstmal das, was mich als allererstes dazu bewegt hat, vor relativ kurzer Zeit, die Nachrichten von euch. Ich habe einen Haufen von Nachrichten bekommen von Leuten, bei denen ich immer wieder gemerkt habe, dass die sich im Alltagsleben unglaublich fürchten und mit unglaublich vielen Ängsten durch ihr Leben hindurchgehen oder sich durch ihr Leben hindurchquälen. Das hat mich motiviert, darüber mal was zu erzählen oder das als Thematik aufzugreifen. Und ich habe dann so ein bisschen nachgedacht und ein bisschen reflektiert und festgestellt, dass die meisten Ängste, die die Leute mir zugetragen haben, eigentlich von der Angst des Sterbens kommen. Und deswegen hatte ich eine Episode gemacht, die ich jetzt wahrscheinlich noch nicht hochgeladen habe, wo ich das hier mache. Vielleicht ja, dann verlinke ich sie euch. Über Flugangst. Und da habe ich ein bisschen über Angst gesprochen und über das Fliegen. Aber dass das 2 Ängste sind, die unmittelbar miteinander zusammengehören. Und da habe ich natürlich auch schon angedeutet, dass meiner Meinung nach eine der großen Grundängste von vielen Menschen die Angst vorm Sterben ist. Heute will ich euch mal erzählen, welchen Kontakt ich schon zum Tod hatte, wie ich damit umgegangen bin oder manchmal gar nicht umgegangen bin und was das mit mir gemacht hat. Kleiner Disclaimer, wie gesagt, an der Stelle, das wird heute nicht ernst, das wird heute nicht traurig, das wird heute eher sachlich und soll eigentlich auch nur so eine gewisse Teilung von meinen Erfahrungen sein, ein gewisser Informationsaustausch, der, wie ich denke, doch einigen von euch vielleicht helfen kann. Sobald der Ort hier aber so geil ist, werde ich mal die Kamera ein bisschen runterfahren und mich hier hinsetzen. Das war eigentlich nicht mein Plan. Ich wollte die Kamera eigentlich nochmal umstellen, aber so finde ich es eigentlich auch ganz cool. Meine Erfahrung mit dem Tod beginnt relativ früh in meiner Kindheit. Ich habe einige Familienmitglieder im Laufe meines Lebens schon, verloren ist vielleicht ein falsches Wort, gehen lassen müssen / dürfen. Und dadurch war ich relativ früh in meiner Kindheit schon mit dem Tod konfrontiert und empfand den Tod immer als irgendwas extrem Trauriges, extrem Depressives, irgendwas, was ganz Schwarzes und ganz Dunkel und was mich irgendwo hinzieht in ein Universum, in eine Welt, die ich nicht verstehe und die mir wehtut und mit der ich auch nichts zu tun haben möchte und die ich auch verleugne, verneine und zwar so lange, bis sie einfach erscheint, weil ich jemanden verliere oder weil ich vielleicht selbst dann davon betroffen bin in dem Moment, wenn ich sterbe. Ich habe dann irgendwann festgestellt, desto öfter ich mit dem Tod konfrontiert war, dass diese Variante irgendwie nicht funktioniert. Und in meiner ersten Japan-Reise, vor inzwischen ganz vielen, vielen Jahren, wurde ich das erste Mal mit Shintoismus und Buddhismus so ein bisschen konfrontiert, als ich hier in Japan war. Und das hat mir damals eine ganz neue Perspektive gegeben, weil, sagen wir mal jetzt ganz flach, der Tod in Japan wesentlich alltäglicher ist, als ich das aus Deutschland kannte. Also das Sterben und das Leben hier ist wesentlich enger miteinander verknüpft. Das findet sich in ganz vielen kulturellen Alltagssituationen, wo man merkt, okay, die Leute haben Hausschreine, wo die Ahnen drin leben. Oder es gibt so Tengu, so Geister und Dämonen, die so in den Zwischenwelten leben. Es gibt ganz viele Schreine, Tempel. Und dementsprechend ist so diese Geisterwelt, die Todeswelt, wesentlich präsenter in Japan, als ich das aus Deutschland kenne. Und dadurch wurde ich in Japan auch immer
wesentlich mehr damit konfrontiert als in Deutschland. Ich habe das nie so richtig ergründet, aber auch mich nie auf die Suche danach gemacht, wo das eigentlich herkommt, dass ich so eine komische Einstellung zum Tod habe. Ich vermute mal, dass es so ein bisschen was mit meiner, ja doch, christlichen Erziehung durch meine Uromas zu tun hat. Ich wurde nie wirklich, sagen wir mal, über den Tod an sich belehrt und niemand hat mir jemals sozusagen eigentlich so richtig erklärt, hey, davon muss man sich nicht fürchten, oder ich wurde nie wirklich, sagen wir mal, von Erwachsenen um mich herum ganz krass auf diese Thematik aufmerksam gemacht, sondern der Tod hat einen umgeben, wenn jemand gestorben ist, dann gab es eine Beerdigung, das war meistens alles sehr traurig, es wurde natürlich auch mal gelacht und demjenigen wurde natürlich angedacht und das war dann ja auch schön, aber insgesamt ist das Sterben immer ein ziemlich schmerzlicher Prozess gewesen. Ich glaube, was in meinem Leben ein Schlüsselerlebnis war oder Schlüsselerlebnisse waren die Momente, in denen ich Nahtoderfahrungen hatte. Also ich habe in meinem Leben mehr als eine Nahtoderfahrung erlebt und muss wirklich sagen, dass diese Erfahrung dafür gesorgt hat, dass ich einen anderen Blickwinkel auf den Moment des Sterbens bekommen habe. Ich denke, dass das was ist, was nicht vielen zuteil wird und dass das was ist, was auch nicht viele mitteilen oder worüber auch nicht viele reden, weil sich das durchaus sehr merkwürdig anfühlen kann und durchaus gar nicht so negativ, wie man sich das vorstellt. Das kommt nämlich immer darauf an, wie man in dem Moment loslässt, wenn das einem passiert. Wenn man sich dagegen wehrt, dann ist es ein unglaublich qualvoller Prozess, der auch unglaublich viel Angst machen kann. Aber ich glaube, dass das Sterben an sich oder der Moment des Sterbens auch was ist, wenn man das annimmt, dass einen das unglaublich zufrieden machen kann und auch unglaublich erleichtern kann von dem, was man sozusagen hier im irdischen Leben, im normalen Leben, was wir alle jetzt gerade leben und haben, wenn ihr dieses Video hier noch guckt, was wir da so mit uns rumschleppen, ja, an Gedanken, an Hab und Gut, auch an materiellen Dingen. Und ich habe ganz speziell bei einer Nahtoderfahrung wirklich nach einem gewissen Kampf, den ich hatte, so einen Loslassmoment gehabt, der mich damals auch total beängstigt hat, weil es gar nicht mal so schlimm war, wie man es denkt. Ich werde darauf jetzt nicht tiefer eingehen, weil das für mich ein sehr privater Moment ist. Vielleicht werde ich das mal in einer anderen Episode komplett durchanalysieren und gerne mit euch dann auch teilen. Da habe ich mich jetzt zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht entschieden. Das ist auch keine einfache Thematik, da will ich auch nichts Falsches sagen oder irgendwie wie ein Irrer wirken, weil ich halt die falschen Worte wähle. Deswegen bin ich da jetzt einfach noch nicht so sicher, ob ich das teile. Ich habe in letzter Zeit viele Nachrichten von Leuten auf dem Kanal bekommen, denen es nicht so richtig gut geht, die mir schreiben, dass sie viele Ängste haben, dass sie in einer ganz merkwürdigen Lebenssituation sind, die ihnen Angst macht und da herrscht irgendwie viel Druck und viel Stress. Und ich kann wirklich nur aufgrund meiner eigenen Lebensweise und meiner eigenen Lebensanalyse und meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, dass die meisten Ängste in meinem Leben von so einer Urangst des Sterbens herkommen. Und das werdet ihr von mir auch immer wieder hören, wenn ich über Ängste spreche, dass das sich bei mir irgendwie immer mit der Angst des Sterbens verknüpft. Immer wenn ich im Leben keine Angst vorm Sterben hatte, wenn ich sozusagen losgelöst war und auch zufrieden war und jederzeit hätte diesen Weg auch antreten können, dann ging es mir auch insgesamt sehr gut. Immer wenn wieder so Alltagsängste aufkommen, so eine Verkrampftheit, so eine, sagen wir mal, Grundnervosität, Grundanspannung, dann lässt sich das bei mir persönlich meistens immer darauf zurückfühlen, dass ich schon wieder anfange, das Leben so ernst zu nehmen und alles so auch so festzuhalten und mich an allem auch so festzukrallen. Und dadurch habe ich dann so eine Grundangst, wenn ich dann wieder darüber nachdenke, dass ich eines Tages sterben werde und dass ich einfach auch mal loslassen muss von allem, was mich so umgibt, dann geht es mir auch schlagartig besser. Aber das ist wirklich eine ganz persönliche eigene Lebenserfahrung, die sich auf nicht alle Menschen transferieren lässt. Ja, da muss jeder wirklich seinen eigenen Weg finden, mit dieser Thematik umzugehen. Aber für mich ist die Konfrontation mit dem Tod auch oft einfach ein Realismus, der mich realisieren lässt, dass ich jetzt aber gerade noch lebe und dass der Übergang nachher zum Sterben wesentlich weniger aggressiv oder beängstigend sein muss, als ich das in meinem bisherigen Leben oft vielleicht auch gesehen habe von Menschen, die direkt vor mir gestorben sind. Ich glaube, dass der Tod missverstanden wird. Ich glaube, dass wir, woher auch immer, jeder einzelne von uns eine ganz andere Perspektive auf den Tod haben. Es wird auch viele geben, die das Video vielleicht sehen, die sagen, bei mir ist alles cool, ich brauche das auch gar nicht, das Video oder was auch immer. Ich habe auch keine Angst davor, aber es gibt auch viele Menschen da draußen, was ich definitiv weiß, die sich unglaublich vor dieser Thematik fürchten. Vielleicht dieses Video auch absichtlich deswegen gar nicht erst anmachen. Und das ist sehr schade, weil ich halt glaube, dass in dieser ganzen Thematik auch ein Riesenpotenzial steckt, was die Süßheit des Lebens eigentlich erst so richtig hervorruft. Denn das, ja, sagen wir mal, Endlichsein sorgt für mich persönlich immer eigentlich dafür, dass da so ein Bewusstsein eintritt, hey, ich bin endlich, ich werde eines Tages hier nicht mehr sein und dadurch möchte ich auch mich aufraffen und gewisse Dinge auch einfach tun, machen, erleben und auch erledigen. Ich habe irgendwann mal angefangen, mir das so vorzustellen,
Der Tod ist was allgegenwärtig ist, was immer da ist und was ich allzu oft gerne ignoriere. Und immer wenn ich das tue, dann wird er mir wieder ganz unbekannt. Dann wird er mir wieder ganz fremd und ist ganz bedrohlich und ganz beängstigend. Und immer wenn ich mich dem Tod aber annähere, ihn versuche zu kontaktieren, ihn versuche zu verstehen, dann gibt er mir die Chance, sich ihm anzunähern und mich mit ihm auseinanderzusetzen. Aber er tut es nicht auf die Art und Weise, die ich möchte. Er tut es auf die Art und Weise, wie er ist. Und ich kann das dann entweder annehmen oder nicht. Und da beginnt oft der Punkt, an dem wir uns wehren wollen, an dem ich mich auch wehren will und dann sagen will, nein, du hast gefälligst so oder so dich anzufühlen, so oder so zu sein. Aber der Tod sagt natürlich oder ist natürlich so, wie er ist. Um ihn jetzt mal so ein bisschen zu personifizieren, dass wir das Ganze auch ein bisschen greifen können. Und dann fühlt sich das so an, als würde ich die Kontrolle verlieren und müsste die abgeben. Aber das ist halt auch nun mal die Realität. Und wenn ich das aber schaffe, die Kontrolle abzugeben und zu sagen, okay, dann lasse ich dich so, wie du bist und nehme dich dann halt so, wie du bist, dann kann über eine gewisse Zeit, mit der man sich immer wieder mit dieser Thematik beschäftigt, auch eine Zufriedenheit kommen und auch eine Annäherung. Um das Ganze mal bildlich darzustellen, um euch wirklich einen Tipp zu geben oder einen Tool, ein Werkzeug, mit dem ihr mal versuchen könnt, das Ganze vielleicht zu betrachten, um dann zu gucken, ob das auf einen längeren Zeitraum, wenn ihr das immer wieder tut, für euch auch hilfreich ist. Ich stelle mir das meistens so vor. Ich bin in einem Raum und dieser Raum heißt Leben. Aber dieser Raum hat eine Tür und die ist immer offen und die führt mich zum Tod. Und diese Tür ist immer offen und sie ist auch immer da und ich kann sie auch immer sehen. Aber meistens gehe ich nicht in diesen Raum hinein. Ich gehe immer dann in diesen Raum hinein, wenn ich gezwungen werde. Und zwar, weil jemand um mich herum gestorben ist. Oder weil Gedanken aufkommen übers Sterben, über meinen eigenen Tod. Oder weil ich ganz betroffen bin. Oder was auch immer. Dann öffnet sich diese Tür und ich werde da reingesaugt. In einen dunklen Raum, den ich nicht kenne. Den ich nur aus wenigen Momenten in meinem Leben sozusagen kenne. Aber mich auch nicht richtig erinnern kann. Und deswegen kann ich mich in diesem Raum auch nicht orientieren. Denn der ist dunkel und schwarz und fühlt sich tief und dunkel, gruselig, Angstschweiß, kalt, alles eklig da drinnen. Und ich gehe dann immer wieder aus dem Raum hinaus und versuche, diesen Raum zu ignorieren. Was bedeutet, ich kann das zwar versuchen, aber natürlich muss ich eines Tages für immer in diesen Raum hinein. Also habe ich irgendwann mir mal überlegt, wie wäre es denn? Der Raum ist ja immer offen. Dadurch, dass ich ja immer die Möglichkeit habe, mich mit dem Raum, dem Tod, zu beschäftigen, kann ich ja da immer reingehen. Was ist denn, wenn ich einfach mal während ich lebe ab und zu da reingehe und anfange, mich in diesem Raum zu orientieren? Und das habe ich ganz speziell gemacht in der Zeit, wo ich Tai Chi gemacht habe, 3 Jahre. Viele auf dem Kanal werden es jetzt nicht glauben, weil ich immer ziemlich ausgeflippt bin. Aber das ist ja genau der Grund, warum ich auch so eine Systeme anwenden muss, damit ich halt nicht immer so irre bin, wie ich normalerweise bin. Ja? In dieser Zeit, wo ich meditiert habe ganz viel und trainiert habe, war ich mehr Zeit in diesem Raum als in dem Raum des Lebens. Und dadurch habe ich mich dort immer mehr zurechtgefunden. Ich konnte anfangen, dort zu riechen, zu schmecken, zu sehen und zu fühlen. Und die Dunkelheit, desto länger ich da drin war, ist immer mehr gewichen. Und dieser Raum wurde immer verständlicher für mich. Die ganze Physik, die da in dem Raum herrscht, die ganzen Regeln und was ich mich unterordnen muss und was nicht, das hat immer mehr Sinn ergeben, als ich in diesem Raum war. Ich möchte zum Abschluss dieses Videos euch dieses Bildnis mitgeben, dass ihr immer die Möglichkeit habt, jederzeit in diesen Raum hineinzugehen, wo dieses Unvermeidliche, was alle im Leben immer mal wieder erwartet, wenn andere sterben oder wenn man selber stirbt, was dort ist. Und wenn ihr in den Raum hineingeht und dort versucht, Freundschaft zu schließen, dann habt ihr auch eine große Chance, dass ihr im Leben diesen Raum nicht mehr fürchten müsst und dann am Ende eures Lebens diesen Raum vielleicht auch gerne betretet, weil ihr gelernt habt, dort zu leben, dort zu sehen, dort alles zu tun, was ihr hier in diesem Leben auch könnt, nur dann dort. Ich hoffe, ich konnte mit diesem Video wenigstens so ein bisschen Motivation schaffen, ein bisschen Klarheit, vielleicht ein bisschen Beruhigung. Denkt dran, Freunde, ich freue mich natürlich immer über Unterstützung, Abonnements, Daumen. Schreibt mir gerne zu diesem Thema unbedingt was in die Kommentare, denn ich möchte wissen, was ihr dazu denkt, was ihr dazu fühlt und was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Episode. Macht's gut, haut rein, ciao.